Du wirst jeden so überzeugen können, wie du das willst. Und das ist, egal was wir machen, unfassbar wichtig. Wie werde ich der beste Verkäufer? Wie werde ich der beste Verkäufer? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, ich bin mit Leidenschaft Verkäufer. Erstmal müssen wir verstehen, dass wir alle verkaufen müssen. Du kommst im Leben nicht weiter, wenn du nicht verkaufen kannst. Das ist so. Wir reagieren immer auf manche Menschen anders als auf andere. Das hat ganz stark damit zu tun, wie der eine uns etwas verkauft und der andere das eben nicht vermag. Und das ist schade, wenn das jemand absolut gar nicht kann, der kann nicht kommunizieren. Wenn ich kommunizieren kann, kann nicht verkaufen. Verkaufen ist Leben. Solange du lebst, musst du verkaufen. Das ist ganz wichtig. Weil alles, was du willst, eine Idee, irgendwas, was du haben willst, du möchtest, dass deine Kinder etwas tun, deine Partner, dein Chef, deine Mitarbeiter, du musst es immer verkaufen, du darfst nie diktieren. Deswegen ist für Führungskräfte ganz wichtig, dass sie lernen, führe nicht durch Position, sondern durch Aktion. Sage nicht, ich bin der Boss und deswegen musst du gehorchen, das ist Schwachsinn. Sondern beweise, dass du der Boss bist, indem du verkaufst, indem du es ihnen verkaufst. Wie lernst du das? Indem du eine gründliche Ausbildung machst. Da kann ich dir jetzt keinen Weg sagen, dass du jetzt einmal so bing machst und nochmal bang und dann auf einmal kannst du verkaufen. Sondern ich glaube, du musst erstens die Basics lernen. Jede gute Agentur und Akademie, wie auch die Bodo Schäfer Akademie, hat hervorragende Verkaufskurse. Und wenn du verkaufen gelernt hast, dann ist das so, als wenn du sprechen gelernt hättest. Wenn du sprechen gelernt hast, nützt dir das was, wenn du Deutsch gelernt hast, wenn du dann in England bist? Wenig. Sehr wenig. Das heißt, du musst als nächstes die Sprache lernen zu sprechen, die der andere spricht. Und es gibt nur 5 Sprachen, unabhängig jetzt von den Fremdsprachen der Welt, 5 Sprachen, die jeder Mensch spricht. Das ist wie 5 Hunderassen. Es gibt 5 Hunderassen und jeder von denen spricht eine andere Sprache. Sagen wir mal, da kommt ein Labi auf dich zu und der will geknuddelt werden. Und den kannst du auch knuddeln, das ist alles herrlich. Das ist wunderbar. Es gibt Menschen, die sind wie Labbis, die kannst du ganz nach knuddeln. Das ist so, oh, ist das schön. Und dann gehst du in den Wald und auf einmal steht da mitten auf dem Weg ein Pitbull. Kein Besitzer in der Nähe, keine Leine, nix. Es wäre, ich sag's dir, der falsche Approach, wenn du jetzt sagst, den knuddel ich erstmal. Da bist du zerfetzt, wenn du Pech hast. Also du musst mit einem Pitbull anders umgehen. Du musst mit einem Pitbull-Typ Mensch anders umgehen als mit einem Labby-Typ Mensch. Ein Pitbull-Typ Mensch wird dich beißen, wenn du nicht schnell sagst, was du willst. Das ist ein Übersichtstyp, dem musst du erklären, warum du ihm jetzt eine Geschichte erzählst, sonst beißt er dich oder geht weg. Also es gibt 5 Hunderassen. Das Erste, was du lernen musst, ist eine Basic-Ausbildung zu verkaufen. Das muss man einfach mal verstehen. Welche Rolle spielt Sympathie, Kompetenz und Autorität im Verkaufsgespräch? Wenn du das kannst, dann lernst du die 5 Sprachen der 5 Hunderassen kennen. Es ist ein einfacher Kurs und du wirst jeden so überzeugen können, wie du das willst. Und das ist, egal was wir machen, unfassbar wichtig. Ich sage dir ein Beispiel, das ist, dass ich auch Schriftsteller bin. Das weißt du, hast wahrscheinlich schon mal ein Buch von mir gesehen. Wenn du es noch nicht gelesen hast, ich kann es dir wirklich empfehlen, die sind gut. Das Selbstbewusstsein habe ich. Aber wie wirst du ein erfolgreicher Bestseller-Autor? Indem du gute Bücher schreibst? Nein. Das ist die Voraussetzung Nummer 1, aber das reicht nicht. Die entscheidende Voraussetzung Nummer 2, das Ding heißt Bestseller, bester Verkäufer, nicht Best Writer, nicht bester Schreiber. Das heißt, du musst also verkaufen können, was du geschrieben hast. Du musst deine Bücher verkaufen, sonst nützt dir das gar nichts. Egal welches Produkt du hast, wenn du es nicht verkaufen kannst, nützt es dir nichts. Selbst ein Arzt muss verkaufen können. Der muss verkaufen können, dass du an seine Methode, seine Medizin, seine Behandlung glaubst. Sonst wird es nicht gehen. Also, wie lernst du verkaufen? Indem du verstehst, dass du es brauchst, das hat der Fragesteller offensichtlich verstanden, super. Indem du einen guten Grundkurs machst und dann die 5 Hunderassen kennenlernst, damit du auch die Sprache sprichst von deinem Gegenüber. Und es sind nur 5. Wenn du es gesehen hast, du kannst es nie mehr vergessen.
Es wird dir sofort helfen. Du weißt sofort dann, oh ja, das ist ein Pudel, mit dem Pudel muss ich so umgehen, das ist ein Pitbull, mit dem muss ich so umgehen, das ist ein Labby, mit dem muss ich so umgehen und die anderen beiden. Welche Rasse bist du? Ich bin eine Mischung. Ich bin ein bisschen Pudel. Das sind so Leute, die sich auch gerne mal darstellen. Und ich bin in meinem Herzen auch Pitbull. Das heißt, ich kann sehr schnell ungeduldig werden. Das ist so das Unternehmergehen in mir. Und ich musste lernen, das ist ganz wichtig, dass ich etwas freundlicher bin, als ich es manchmal sein will, weil ich dann zu sehr auf ein Ergebnis fokussiert bin. Und dann presche ich vor, bang, bang. Also der Pitbull. Und das erschreckt zu viele. Also musste ich etwas lernen vom Labby, dass ich, das ist ja auch in mir, dass ich es dann aber auch zulasse. Und in mir ist da so ein Forscher drin, das ist der Zwergpinscher. Also ich forsche unfassbar viel. Das sind die vier, die bei mir so recht dominant sind. Je ausgeglichener das ist, desto besser kannst du natürlich auch mit allen sprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch selber mit sich beschäftigt, ja, wo man steht oder welche Rasse unbedingt man besonders hat. Und da sind solche Bilder ganz hilfreich. Ja. Wenn du dann sagst, okay, du hast gerade Streit vielleicht mit deiner Freundin und dann wird dir vielleicht bewusst, das hat damit zu tun, dass sie möglicherweise Pudel ist und du Pitbull. Und du einfach nicht gewürdigt hast, wie sie ist. Also sagen wir mal, typische Szene. Pudel will sich schön machen und Pitbull will pünktlich fahren. Die haben ausgemacht, um 8 Uhr fahren wir, sonst kommen wir zu spät. So. Dann um 7:07 kommt sie, Pudelweibchen, und stellt sich dann mitten in die Diele, während er sagt, hopp, stellt sie sich dahin. Was will die jetzt? Jetzt müssen wir uns doch beeilen. Nein, sie will jetzt bewundert werden. Ganz kurz, du siehst wunderschön aus. Das Warten hat sich gelohnt. Lass uns jetzt gehen. Das ist dann, was der Pitbull dann vielleicht lernen könnte, den Pudel einfach verstehen. Er muss ja nicht lügen. Warten hat sich gelohnt, ist vielleicht too much. Aber dass du einfach sagst, du siehst wunderschön aus. Weil das ist dem Pudel, dem ist das pünktlich kommen nicht wichtig. Der will jetzt einfach scheinen. So ist es hohl. Alles ist ein bisschen hohl, wenn du es auseinanderlegen willst. Ist aber auch schön. Ist doch schön, wenn du einen guten Eindruck machst. Da sieht man, Verkaufen bezieht sich auch auf die Bereiche im Leben. Ne? Auf jeden Bereich. Überall. Auf jeden. Gutes Beispiel. Partnerschaft, Kindererziehung, alles. Ja, sag mal dem Kind, tu jetzt das. Kannst du machen, machst du das kleine Kind kaputt. Ja, ich habe zum Beispiel neulich etwas erlebt, das fand ich ganz spannend. Neulich ist so ein bisschen her. Da hat ein Kind eine wirklich schöne, seltene Amphore kaputt gemacht. Und kleines Kindchen. Ne? So, und jetzt hat die Mutter, die war wirklich außer sich, hat das Kind angebrüllt. Hast du das kaputt gemacht? Weißt du, was in dem Moment kaputt gegangen ist? Nicht nur die Amphore, sondern auch das Kind ein Stück weit. Weil du kannst nicht so ein Dreikäse hoch anbrüllen. Auf der anderen Seite, wenn du aber diese Emotionen hast, dass du wütend bist, kannst du sie auch nicht runterschlucken, dann wirst du krank. Also was wäre optimal? Du stellst dich mit dem Kind, sagen wir mal, hier ist die Amphore, stellst dich mit dem Kind jetzt dahin, stell mal auf. Und jetzt guckst du auf die Amphore und sagst, verdammt nochmal, das teure Stück, da habe ich echt dran gehangen, jetzt ist es kaputt. Und dann wirst du erleben, dann sagt das kleine Würmchen plötzlich, so ein Mist, es ist kaputt. Aber dann bezieht es das nicht auf sich. Ja. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und auch das lernt ein Verkäufer. Ja. Dass man, wenn man ärgerlich ist, nicht den anderen anstarrt, sondern auf das Objekt. Und den anderen nicht zum Objekt macht. Also selbst wenn du ärgerlich bist, dass der andere zu spät ist, dann guckst du nicht den anderen an und sagst, du bist schon wieder zu spät. Sondern guckst du auf die Uhr und sagst, Mist, jetzt sind wir zu spät. Das kann der andere viel besser aufnehmen. Dann ist der Ärger auf die Zeit und nicht auf sich selber. Ja. Verkaufen bedeutet auch, dass wir niemals den Mensch kritisieren, sondern die Tat. Ja, wenn ich sage, du hast was, ist ganz anders, als wenn ich sage, ich habe ein wirklich gutes Bild von dir, aber da hast du etwas gemacht, das gefällt mir nicht. Dann hast du etwas gemacht. Du bist in Ordnung, aber du hast etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Wenn ich dich als Mensch ins Unrecht setze, ja, wie soll das gehen? All das ist Verkaufen. Dass wir das in der Tiefe verstehen, das ist so unfassbar wertvoll. Weißt du, die Menschen um dich herum haben es verdient, dass du sie stärker machst.
dass du sie schöner machst, dass du ihnen hilfst zu strahlen. Du darfst sie nicht zerstören. Das machst du aber, wenn du nicht weißt, wie du mit den Menschen umgehst, auch wenn du es gut meinst. Und deswegen ist so eine Verkaufsausbildung unfassbar wichtig.